Hallo und herzlich willkommen beim Brick Klempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und auch am Sonntag, also auf dem Höhepunkt meiner Bettwoche, bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute geht es wieder um ein Set von Lego. Jetzt, wo ihr schaut, müsste Sonntag sein. Da habe ich das Video hochgeladen. Ich selber sitze am Freitag hier und mache jetzt eben gerade die Aufnahme, Einleitung, Begrüßung und am Ende das Fazit. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr guckt es am Sonntag, möglicherweise auch später. Wie gesagt, es ist der Freitag vor dem Sonntag. Ich habe euch in dieser Woche bereits 5 Lego Batman Sets präsentiert. Bei mir ist das ja ein bisschen so, wenn ihr jetzt das erste Mal eingeschaltet habt, ich muss immer klemmen und noppen. Das ist mein Hobby und dann kann ich an der Stelle nicht warten und die Videos bzw. die Sets, die ich baue, dann aufteilen und wochenlang euch dann präsentieren. Ich muss die einfach raushauen. Und ich habe eine ganze Weile jetzt mehrere Tage hintereinander eben meine Batman-Sets geklemmt und genoppt, die ich schon ein bisschen länger hatte. Und dachte mir dann, Mensch, mit der Batcave, da kann ich das zusammenpacken und dann mache ich eben ja, die besagte Batman-Woche. YouTube, das ist bei mir an der Stelle, also jetzt, wo ich das Video euch aufnehme und dann am Ende auch am Sonntag das Set hier präsentiere, wertet mein Hobby auf. Klemmen und Noppen ist mein Hobby. Eure Kommentare, eure Likes, eure Abos, also lasst mir gerne ein Abo da, werten mein Hobby auf, aber am Ende, Entschuldigung, da bin ich egoistisch, ich klemme und noppe. Und deswegen geht ein Gruß raus an alle Klemmbaustein-Kanäle auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und euch, der jetzt gerade zuschaut, guckt in die kleinen Kanäle rein, die präsentieren bisweilen mal das Außergewöhnliche. Jeder Kanal hat seine Berechtigung. Ich mag das unheimlich, was da in den letzten Jahren passiert ist. Desto mehr Kanäle, desto größer die Meinung, desto größer die Vielfalt und desto mehr gehen die Klemmbausteinhersteller auf unsere Wünsche und unsere Themenwünsche ein. Hier, ich kann ja Dioramen durchaus was abgewinnen. Hier von der Weile, hier, hatte ich euch das Set von GoBricks präsentiert. Star Wars ist das Thema. Vor einer Weile hat das auch jemand präsentiert aus dem Herzen Europas. Deswegen bisweilen schaut mal, kleine Kanäle sind mit den ein oder anderen Sets dann doch manchmal ein bisschen schneller dran und haben den Blick sehr, sehr viel früher hinaus über den Tellerrand gewagt als die ein oder anderen. Also Dioramen kann ich was abgewinnen. Hier im letzten Jahr, das war für mich ein Highlight, der T-Rex-Ausbruch von Lego. Einige andere Dioramen habe ich auch geklemmt. Schaut mal gern in meine Videos rein, eben nicht nur von Lego. Und jetzt geht es eben um die Batcave. Ich habe mich sehr gefreut, als sie angekündigt wurde. Und wie gesagt, da habe ich mir überlegt, Mensch, das ist der richtige Zeitpunkt, um dann alle Batman-Sets zu klemmen und euch dann in dieser eben einen Woche zu präsentieren. Bevor wir hier zum Bau kommen, will ich euch schon mal ein bisschen anteasern. Ich habe im Video gestern oder vorgestern euch kurz die Boxen reingehalten. Ich habe ja einige Sets von Megablocks bestellt, original verpackt. Die werden wir gemeinsam öffnen. Die sind schon ein paar Jährchen alt. Und jetzt habe ich mir noch was besorgt. Das ist heute angekommen auf die besonderen Megablock-Sets. Hier Transit Farm. Und da geht es um ein Megablocks-Schiff aus der Call of Duty-Serie. Warte ich noch. Und heute ist mit der Post Folgendes angekommen. Schaut mal. Megakonstrux. Predator ist das Thema. Das ist der Predator in so einem Mischung aus Trend Clear Look und ja farblich ein bisschen gestaltet. Also ist fast unsichtbar und transparent. Und dann habe ich hier noch, kann man es sehen, ich hoffe, Arnold Schwarzenegger Dutch. Die beiden Sets sind noch original verpackt und Diorama, ich hatte da eben was zu gesagt, das ist das Stichwort. Ich habe mit den beiden Sets was zumindest mal für mich Besonderes vor. Da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, soweit das ist. Gemeinsam werden wir die beiden Originalverpackungen dann auch öffnen, denn die werde ich brauchen für mein am Ende doch kleines Projekt, aber eben meins. Wir machen das jetzt so, wenn ihr das von mir kennt. Ich wechsle die Kameraperspektive, zeige euch ein bisschen was zum Bau. Ihr seht ein paar Details und dann sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Und Achtung, sonst trage ich immer ein schwarzes Shirt. Ihr seht das diesmal wegen dem großen schwarzen Block. Macht es schwarz überhaupt keinen Sinn. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist soweit. Mein, ja wahrscheinlich dies Jahr größtes Set. Letztes Jahr hatte ich schon den AT-AT gekauft. Den habe ich dann dieses Jahr geklemmt. Das war dann im Januar. Ich hatte mir den zu Weihnachten zugelegt und euch ja dann präsentiert. Und das wird wahrscheinlich dieses Jahr mein größtes Set sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Wahrscheinlich habt ihr schon Videos dazu gesehen. Aber wisst ihr was? Ich baue es ja für mich. Und von daher macht mir das nichts. Wenn ihr das jetzt doppelt seht, wenn ihr bei mir zuschauen mögt. Och, ich drehe es mal um. Über die ganzen Funktionen habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Ich lese mir auch Dinge dazu nicht durch. Ich habe gesehen, das kommt.
Das sah cool aus und dann hatte sich das. Und jetzt machen wir mal gemeinsam auf. Ups, Entschuldigung. Ich stehe jetzt hier so rum. Das hat was mit der Größe zu tun. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr. Oh, hier so ein bisschen Licht. Dann auf den Deckel. Und raus die ganze Pracht. Ja, Innenkarton. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Außenkarton nicht verrammel. Schritt zurück. Moment. So, da liegt das schon ordentlich was auf dem Tisch. Und hier drin. Ach, wo ist es? Machen wir auch mal auf. Ach, was eine Freude. Immer auf das Schwarz gespannt, ob Schwarz auch Schwarz ist. Dann muss ich mal ein bisschen vorsortieren, wieder zurück in den Karton. Damit das alles ordentlich gelagert ist. Hier drin ist die Anleitung schwer. Ups, sorry. Ist live, wisst es ja. Und dann haue ich das auch noch hier hin. Fällt eins runter. So, da bin ich wieder. Also, hier liegt ordentlich was. Und dann... Oh, das ist ein bisschen hier beschädigt. Seht ihr das? Schade. Naja, geht aber dann hier ums Einlagern der Anleitung. Das ist hier hinterher gut geschützt. Und leider Aufkleber, das war zu erwarten. So schaut's aus. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Bauanleitungen. Ja, cool. Gucken wir uns gleich an. Ich sortiere es zurecht. Ich freue mich. Da haben wir die Anleitung. Ach, ich glaube, es waren 28 Bauabschnitte. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Da gibt es dann wieder was zum Set. Die Designer, wie es so ausschaut. Ich glaube, es waren am Ende 28. Ich denke mal Lego-typisch. Was heißt denke? Ich meine Lego-typisch. 3 Tüten ohne Bauabschnitt. Und jetzt können wir ja mal hier, hatte ich doch eben gesehen, schaut mal da, 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 könnten wir schon mal Batman fertig machen. Wo sind die Beine? Wahrscheinlich gibt es dazu auch einen Batarang. So. Und das Cape, das sieht cool aus, schaut mal. Bisschen mehr Licht, ne? Moment. So. So sollte es besser sein. Ja. Könnt das erkennen. Ne? Noch ein bisschen mehr Licht. So. Und dann. Zack. Ja, cool. Ja, obwohl ich mag ja die Stoffcapes besonders. Irgendwo wird hier auch bestimmt noch ein Batarang stecken. Vermute ich mal. Ich wollte schon sagen, ich baue mal los. Gucken wir nochmal auf die Teile. Ja, das wird Lego-typisch passen, der Teiletrenner. Ich baue einfach los. Jetzt kommt Bauabschnitt 3. Die Steine sehen. Ja, könnt ihr das hier erkennen? Das ist kein Schmutz, das ist so ein bisschen... Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ich denke so. Das... Man sieht das hier, ich sag mal, die Negativnoppen von unten bei den Slopes durchscheinen. Seht ihr das? Da auch. Ja, ich denke, das könnt ihr erkennen. Ja, das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Ansonsten macht es Spaß. Das wird das Batmobil. Ich glaube, das sieht am Ende ganz schick aus, aber das mit den Slopes irritiert mich ein bisschen. Aber... Pff. Bauspaß ist da. Das 1989 Batmobil ist fertig. Das sieht cool aus. Ich habe ja die große OCS-Version. Ich hoffe, ihr könnt soweit alles erkennen. Hier hinten ganz wie bei dem Technik-Batmobil. Die Flammen und was ich ganz schön finde, da haben wir hier Zahnrad und dann machen wir zack und dann kommen die Knarren raus. Das gefällt mir. Sehr schön.
Das macht mir schon Spaß und Laune. Von unten nichts Aufregendes. So schaut's aus. Stellt es euch nochmal hier hin. Das Dach kann man dann hier so abnehmen. Wieder drauf, geht problemlos. Das gefällt mir. Das ist schicki. Wir bauen die Cave. Gibt es ein bisschen Werkzeug. Ja, ich sag jetzt mal Schmuck. Wo sollte der was hin? Der hier hin. Nichts Spektakuläres, lässt sich aber schön bauen. Es macht Spaß. Also mir zumindest. Schön Schichten. Bisschen zusammendrücken. So, wo soll das hin? Und dann hätten wir Bauabschnitt. Was waren das jetzt? Ich glaube 5. Hätten wir dann abgeschlossen. Wir packen das nach hier hinten. Ups. Ich nehme mal an, da können wir irgendwas drin verstecken. Ach, ich sehe es gerade. Da. Die. Moment. Die Flamme vom Batmobil kommt da rein. Damit man schick rumfahren kann. Ja, Bauabschnitt 6. Prima. Achtung, ganz stark sein. Es ist innen drinnen bunt. Irgendwo war ein roter Stein. Da oben sitzt er. Das ist nicht noch. Mich stört es ja nicht. Das wisst ihr ja, wenn man hinter davon nichts sieht. Nichts Spektakuläres. So. Das ist ziemlich groß. Ich würde euch mal zusammen. Also, ich muss erstmal die hier noch drauf flanschen. Einmal. Zweimal. Und das hier ist der. Ja, praktisch der Mittelteil. Schaut mal, es ist ziemlich lang. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier ordentlich bauen soll. Und das muss hier hinten hin. Mal gucken, ob es so reinpasst. Ja. Ups, passt. Eieiei. Da werde ich aber Spaß bekommen mit dem Platz. So, was müssen wir machen? Weiterbauen. Es gibt wieder zwei Figuren. Da haben wir einmal hier Alfred. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen. Ich habe mal ein bisschen Licht drauf gemacht. Ja, vielleicht so. Also, weil wir uns das gleich hier hinten angucken. Und dann haben wir hier Max Schreck oder Shriek. Im Film ist das, meine ich, der Schauspieler Christopher Walken. von hinten ein bisschen bedruckt, auch bedruckt. Hier gibt es kein Wendegesicht. Beim Alfred sehr wohl, eher so ein ja, sorgenvoller Gesichtsausdruck. Und hier dann ein eher entspannter. Dann gucken wir mal kurz noch hier hin. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier ein bisschen euch zeigen. Ja, ist schwierig. Machen wir es mal so. Aber da kommt her. Machen es mal so. So geht's. Da haben wir hier oben. Das sind alles Aufkleber. Hier auch. Ja, die Schaltzentrale. Und hier hinten gibt es eine kleine Funktion. Da haben wir ein Rädchen. Und wenn wir hier drehen, dann dreht sich auch der Sessel. Was hier passiert, weiß ich noch nicht. Vielleicht was zum Hin- und Herschieben. Ich bin gespannt. Und mal zusammendrücken. So. Das ist prima. Es gibt eine neue Figur. Schaut mal, Catwoman. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Ah, ist vielleicht ein bisschen wieder zu hell, ne? Gucken. So, ist vielleicht ein bisschen besser. Auch von hinten bedruckt. Hier so diese, ich sag mal, Friese mit Ohren. Ganz hübsch, gefällt mir. Und dann, ich habe es mal zusammengeklappt, damit ich euch das zeigen kann, haben wir eine Funktion. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Da oben haben wir gerade den Pinguin, Pinguine.
Und da oben auch ein Bild vom Pinguin, Bildschirme und alles. Ja, das nämlich dreht sich mit. Sorry. Ja, kannst ein bisschen so machen. Ja, wenn man dann hier dreht. Und dann kann man sich Catwoman auf den Bildschirm holen. Ist eine simple Funktion. Ich weiß nicht, ob ich euch. Ja, kann ich euch mal hier zeigen. Hier oben drin. So sollte es gehen. Hier oben drin mit Zahnrad dann geführt. Schiebt man es praktisch hin und her. Ist ein großer Aufkleber. Ließ sich gut aufbringen. Jetzt sind auch alle Aufkleber durch. Da kommt nichts mehr. Ich habe alles verarbeitet. Dann haben wir den Weg hier rauf. Das ist alles ganz hübsch. Ich bin mal gespannt, was hier hinten passiert mit dem Tor, weil hier oben sind noch zwei Gummis drin. Hier kann ja dann das Batmobil abgestellt werden. Ja, weiter geht's. Die nächsten Figuren. Einmal Batman mit Stoffcape. Ja, super. Hinten bedruckt und hat dann auch das Wendegesicht. Wobei, das braucht es ja hier oben nicht mehr. Ist ja die Maske. Und dann haben wir hier Bruce Wayne. Und hier gibt es ein paar Funktionen. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Hier oben einfach mit Zahnrädern. Vielleicht noch ein bisschen höher. So, hier oben einfach mit Zahnrädern. Huch, ist rausgekippt, wird natürlich dann noch gesichert. Einmal zu. Und wieder auf. Und hier was ganz Schönes. Lässt sich dann verschließen. Und was man machen kann, hier muss noch überbaut werden. Deswegen. Hoffentlich dauert euch das nicht zu lang, was man machen kann. Ich nehme jetzt die Bat-Figur. Stell die da rein. So, und Pumps sitzt. Da drin ein Bat-Anzug. Das ist cool. Ja, das gefällt mir. Ich muss euch noch was zeigen, weil ich habe euch was unterschlagen. Zwei Bauabschnitte kommen noch. Und hier hinten, hier steht ja dann das Batmobil, das Tor. Moment. Lässt sich öffnen. Das rastet dann ein, habt ihr eben gehört. Ist auch hinten so ein Riegel. Ich habe es jetzt mit dem Daumen, mit dem Finger ein bisschen hochgeschoben, weil ich ungünstig sitze. Und hier hinten gibt es einen Knopf. Und wenn man da drauf drückt, bums, fällt es zu. Und dann gibt es noch eine Funktion, die hat mich überrascht. Nichts Spektakuläres, aber trotzdem schön in Szene gesetzt. Dazu drehe ich mal mein Leuchtring raus. Hier hinten gibt es einen Leuchtstein. Ich hatte euch, ja, wo ist er denn? Da. Ich hatte euch ja hier den Bereich gezeigt, wo man eine Bettfigur auch reinstellen kann, dann verschließen kann. Ne? Da gibt es ja hier den. Ja, ich komme jetzt hier so schlecht ran, weil meine Kamera am Weg ist. Gibt es ja den Drehmechanismus und dann kann man das noch beleuchten. Das ist echt schön. Hier, jetzt mache ich mal wieder Licht. Hier oben hängen dann Bettmäuse drin und so weiter. Das viel Liebe zum Detail. Auch hier hinten das Bat-Logo, Batman-Logo ist gebaut. Jetzt kommt hier der Teil noch dran. Und dann ist es schon soweit. Jetzt überlege ich gerade, ich muss noch mal gucken. Fehlen da? Nee, da können keine Steine fehlen, weil das ist ja hier rund gebaut. Ja, nee, passt schon. Die letzten beiden Bauabschnitte, dann gucken wir uns das Ergebnis an. Die Cave ist fertig, habe ich jetzt nicht auf den Teller gepackt, weil zu schwer. Ich habe hier noch mal die Catwoman von dem Set Clayface Invasion. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Nee, oder auch nicht. Machen wir die mal weg. So. Also ich finde die irgendwie ein bisschen cooler. Klar, vom Style passt das hier wahrscheinlich eher so ein bisschen Latex, enge Maske. Aber ich mag dann halt hier solche Masken. Das finde ich cool. Vom Druck ist das hier natürlich aufwendiger. Aber also mir persönlich gefällt die besser, weil hier so mit diesen Öhrchen, dieses war ja schon beim Black Panther so, ich weiß nicht. Das finde ich gelungener. Wie seht ihr es? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und dann noch eine Figur.
Der Pinguin. Copperpot, war der Name richtig? Ganz gelungen mit dem übergroßen Zylinder und dann auch hier mit dem Kragen. Hinten gibt's einen kleinen Druck. Finde ich gut, finde ich ganz gelungen. So, die Figuren habe ich jetzt im Diorama nicht positioniert, wie ihr seht. Jetzt habe ich Alfred hier das Tablett aus den Händen gerissen. Das werde ich dann später machen. Das Fahrzeug stellen wir gleich rein. Also so schaut es von außen aus und das ist echt gelungen. Das ist schön, dass man reingucken kann. Das Fahrzeug stellen wir gleich rein. Es gibt immer wieder hier die Fledermäuse, die dann irgendwo hängen. Und hier die Tropfsteinhöhle. Stalagniten, wie waren die Richtung? Wie waren das richtig rum? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das ist echt gelungen. Das ist schön. Hier sind wahrscheinlich noch meine Fingertapsen drauf. Ich habe noch mal versucht, das ein bisschen zu reinigen. Und dann mache ich es mal auf. Das ist jetzt natürlich alles vom Platz ein bisschen eng. Ich hatte euch ja schon einiges gezeigt zu den ganzen Funktionen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen und euch unterschlagen. Also da gibt es dann auch noch mal ein bisschen was zu entdecken, gerade mit den Funktionen. Das ist echt schön. Und dann können wir ja mal das Batmobil, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, wenn es drin steht, mal reinpacken. Die müssen wir, so soll es ja nicht sein, ne? Ja, stecke ich es mal wieder rein. Aber, ja. Ja. So. So geht's auch. Und dann packen wir das Mobil mal hier rein. Klappen sie wieder zu. Hier gibt es eine gute Führung. Hier unten sind C-Clamps. Hier wird über die Kanten, hier über die Ecken hier reingeführt. Das ist echt super. Das ist stabil. Das lässt sich hochnehmen, gut wegtragen. So schaut es jetzt im geschlossenen Zustand aus. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr Licht. Ja, so geht's. Das ist echt klasse. Das gefällt mir super gut. Und jetzt drehen wir es mal. So schaut es von hinten aus. Völlig unspektakulär. Gibt es nichts zu entdecken. Na, hier haben wir die Rädchen dann für die Funktion. Das habe ich euch gezeigt. Das hier ist vorgesehen für das Batmobil. Die Flamme, wenn sie denn drin bleibt. Ich bin wahrscheinlich jetzt nur wieder zu dämlich, die da unterzubringen. So. Und dann machen wir es wieder zu. Und das ist doch echt prima. Hier mit den Füßen. Ich glaube, das kann man sogar noch hinlegen. Ich probiere es jetzt mal nicht aus. Das Tor hatte ich euch gezeigt. Hier nochmal die Verriegelung. Ich mache es nochmal auf. Schnappt dann rein. Was haben wir jetzt wieder falsch gemacht? Das ist live. Ich habe es wahrscheinlich einfach übertrieben. Machen wir es nochmal hoch, zack, fest und dann drücken wir drauf und das Tor geht runter. Ich habe es einfach übertrieben. Der Mario war zu grob motorisch. Ja dann, ich denke mal, das reicht. Ich habe euch ja viel beim Bau gezeigt. Das war wahrscheinlich schon alles wieder zu lang. Dann stellen wir die nochmal hier ein bisschen hin. Kommen wir zum Fazit. Ich werde die erstmal ein bisschen da drin positionieren. Ja, wenn ihr neugierig seid und euch interessiert, was es mit den Megakonstruktsfiguren auf sich hat, dann schaut doch einfach mal vorbei bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein. Da sind viele Klemmbaustein verrückt und ich darf das sagen, ich bin ja selber einer. Die zeigen euch regelmäßig hier in Bildern und Posts, was sie gerade zu bauen oder auch gekauft haben. Nicht nur ich bin mit dabei, auch viele andere YouTuber und einfach Klemmbaustein-Freaks. Also guckt vorbei und werdet möglicherweise dann Mitglied, wenn ihr Interesse dran habt. Und dann könnt ihr auch mir und allen anderen zeigen, was ihr gerade so baut, was euch beschäftigt, beziehungsweise an welchen Klemmbaustein-Set-Themen ihr denn so Spaß habt. Ja, dann, bevor wir jetzt zu meinem Fazit kommen, erstmal ein paar Informationen zum Set. Also bestellt und gekauft habe ich direkt im Lego Online Shop. Geliefert worden 3981 Teile und einige Teile, die übrig geblieben sind, die Setnummer ist die 76252. Ihr bekommt mit dazu 4 Lego Bauanleitungen. Die sind Lego typisch. Alles ist gut verständlich, alles ist nachvollziehbar. Überhaupt keine Probleme. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist wie immer meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Weltklasse, was Lego hier abgeliefert hat. Ich bin echt begeistert. Besonders vom Design her gefällt mir dieser Kniff,
hier vorne das Bat-Symbol dann praktisch als Guckloch zu gestalten. Entschuldigt, mir fällt jetzt gerade kein besserer Begriff ein. Und so den Blick freizugeben auf die Batcave. Und wenn man die alten Filme kennt, 1989 ist das Stichwort, zumindest das Batmobil ist es ja aus der Zeit, dann erkennt man viele Szenen wieder und natürlich auch viele Figuren. Die Bat-Figuren gefallen mir an der Stelle sehr, sehr gut. Und ich habe es jetzt nicht so mit Minifiguren, wenn sie dabei sind. Wie gesagt, gefällt es mir dann doch. Und die sind zumindest mal für meinen Geschmack gelungen. Ich bin jetzt hier nicht der Minifiguren-Experte. Ich kann euch nicht sagen, ob die ein oder andere Figur schon in anderen Sets vorgekommen ist. Für mich zumindest mal ist es in Ordnung und schön. Und mir gefallen sie gut. Sie passen gut rein. Was mir echt gut gefällt, ist, dass man das Batmobil mit integriert hat. Und eigentlich, wenn man sich so anschaut, ich habe euch das in den Bauvideos gezeigt, ist es ja schon ein eigenes kleines Set. Und an der Stelle haben sich die Designer echt den Kopf gemacht. Es gibt ein paar schöne kleine Funktionen und Gadgets. Ich habe euch das in den Aufbauvideos gezeigt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, das Lego Indiana Jones Set, also das Tempel des goldenen Götzen, gefällt mir da noch eine Spur besser. Also, das ist Weltklasse, was mir bei dem Indiana Jones Set, dazu habe ich ja auch ein Video gemacht, echt eine kleine Spur besser gefällt, sind dann die Funktionen, weil sie sehr viel überraschender sind an der Stelle. Das ist auch hier schick und fein, ich möchte gar nicht meckern, aber Indiana Jones, wenn es um Funktionen geht, ist da für mich zukünftig an der Stelle nach wie vor der Maßstab. Was ich echt gelungen finde, und das ist es auch vom Design, ist der wirklich gute, ich mache mal ein bisschen Platz hier, Klappmechanismus. Ich habe euch das in den Aufbauvideos gezeigt. Das ist echt gelungen, das klappt und funktioniert. Jetzt habe ich zu viel versprochen. Ach Quatsch. Ich nehme ja immer alles nur einmal auf. Das war die falsche Seite. Ah, wie lustig. Hier, schaut nochmal. Ich habe euch das ja gezeigt. Das klappt und funktioniert. Ich bin echt begeistert. Und zum einen kann man es, wie gesagt, wunderschön in der zugeklappten Version präsentieren. Man kann es auch komplett öffnen. An der Stelle ist es auch gelungen. Und hier vielen, vielen Dank, Lego, für diese tolle Design-Idee, das ist echt gelungen und es funktioniert. Klack. Wirklich hervorragend. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut. An der Stelle muss ich echt sagen, auch wenn es die ein oder anderen nicht hören mögen, tatsächlich Lego-typisch. Ich hatte da überhaupt keine Schwierigkeiten. Vom Schwarz her gefällt mir das gut. Ich habe keine größeren Farbabweichungen erkennen können. Es gibt an der einen oder anderen Stelle so einen leichten Schleier. Der mag auch meinen Fingertapsen geschuldet sein. An der Stelle bin ich echt zufrieden, weil wir reden hier über einen Haufen schwarzer Steine. Das Einzige, wo es ein bisschen schwächelt, ich habe euch das gezeigt, das war beim Batmobil, bei den Slopes. Da kann man praktisch, je nachdem wie das Licht fällt, so ein bisschen die Negativnoppen, also von unten in Anführungsstrichen, durchscheinen sehen. Das hat was mit dem Guss zu tun. Da hätte ich mir eine bisschen glattere Oberfläche gewünscht. Das habe ich so an der Stelle zum ersten Mal gesehen. Wenn ihr sowas Ähnliches auch schon mal hattet, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten bin ich mit der Qualität der Steine echt total zufrieden. Kommen wir mal zum Bau. Der hat mir echt Spaß gemacht. Das ist eine echte Freude. Man schichtet und stapelt, das ist ganz hübsch. Es gibt keine spektakulären Bautechniken. Und trotzdem hat es Spaß gemacht, weil wir eben so ruhig und entspannt, zumindest mal ich, konnte dann vor mich hinbauen. Das war eine feine und runde Story und Geschichte an der Stelle. Messe ich mal aus. Wie mache ich es denn jetzt? Gesamtgröße machen wir es mal so. Erstmal. Also lang, wenn es denn zusammengeklappt ist, 51 cm hoch, 29 cm und breit tief. Auch für den schwarzen Rächer alles eine Frage der Perspektive. Ah, da muss ich ja die Dinger hier mitrechnen. 15 cm. Und wenn ich es denn im aufgeklappten Zustand mache, jetzt muss ich mal gucken. Hier mein Esszimmertisch, ne? Der ist für solche Größen gar nicht ausgelegt. So, machen wir es mal so. Ja, so geht's. Quatsch. Jetzt wollte ich mal die Maus nehmen. Entschuldigung. Lang. Da sind wir dann hier bei 1,13,5 Meter. Ja, die Höhe dann natürlich wieder 29. Und tief, wenn man es denn so hinstellt, zwischen 7,5 und 8 cm. Also, ein absolut gelungenes Set. Ich habe mir dafür schon ein Wandboard bestellt. Das wird dann, wie gesagt, angeschraubt. Und im Flur dann wird das Set hier
in dieser zusammengeklappten Form dann auf dem Regal stehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen da, Abo, Klingel, Rim-Bim-Bim. Nächste Woche, ich hatte euch das, glaube ich, am Freitag hier im Video schon angekündigt, gibt es wieder vom Megablocks ein Set. Da klemme ich einen Helikopter, eine kleine Leihgabe vom Connor. Und ich werde noch ein Set bauen. Ich bin noch ein bisschen unsicher, was ich mache. Vielleicht baue ich noch einen Mac, da habe ich noch einiges da. Oder vielleicht mache ich ein kleines Versus und knack mit euch ein original verplacktes. ein original verpacktes Megablocks-Set Star Trek und klemme dann gleichzeitig dazu, also ich mache ein kleines Versus vielleicht raus, dann mit einem Creo-Set, das mir der Wiki geschenkt hat. Den lieben Gruß an Wiki. Wikis Klemmbausteine, schaut da gerne mal vorbei. Und beim Andi, Stein auf Stein zum Ziel. Zwei tolle YouTuber, zwei Buddies von mir. Guckt da gerne mal rein. So, dann ist der Werbeblock auch vorbei. Das Video war ziemlich lang, ich weiß, aber es gab auch viel zu zeigen. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Abo, Klingel, Rimpim, Bim. Jo, da sage ich tschüss, ciao, bis zur nächsten Woche, sagt euer Brickklempner, wenn die Technik nicht streikt. Tschüss.